Hallöchen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe das letzte Video gerade abgedreht. Also gleich ein Outfit. Habt ihr jetzt gestern schon gesehen? Oder vorgestern, was auch immer. Ja, ich war ja gestern einkaufen bei Lidl und habe bei Lidl und bei Real, die Real-Sachen habe ich gar nicht gezeigt. Es sind auch nicht viele. Zeige ich es euch mal schnell. Danach werde ich kochen. Und euch ein bisschen mitnehmen beim Schnibbeln. Manche wollen das ja sehen, manche nicht. Shit happens, ich mach's einfach. So, aber ich habe es ganz vergessen, im Roller vergessen, die Sachen. Die sind auch schon aufgetaut, aber mein Gott. Also habe ich hier einmal Kartoffeln. Die meine Stammzuschauer werden wahrscheinlich wissen, was ich mache. Genau, Porree-Suppe. Aber keine, also so, das hier habe ich jetzt. Ne? Es läuft schon aus, egal. Also so eingefrorene Porree. Genau. Ich habe zwei Tüten, aber ich werde nicht zwei Tüten gleich kochen, sondern ich werde die eine Tüte in den Kühlschrank packen, also gefrierfach, und auch nur die Hälfte der Kartoffeln nehmen. Wie viel sind das denn überhaupt? Wie viel sind das denn? Wie ist das denn? Ja, 1,5 Kilo. Genau. Dann, was habe ich hier noch? Ach ja. Kaki. Drei Stück, die sind noch knochenhart, aber müssten aber gleich auch weicher sein, ne? Aber auf jeden Fall sind die auch noch nicht so, ja, auf jeden Fall habe ich sie gekauft, ne? Und dann halt viermal so saure Sahne, nicht Schmand. Genau, viermal. Andere Paket, ne? So wie hier. Ach ja. Ja, Mäuschen. Meine Katze miaut gerade drüben. Keine Angst, ich habe sie nicht eingesperrt. Sie spielt gerade mit so einem komischen Tier. Hier habe ich einmal so Haarentfernungscreme. Mal gucken. Und dann einmal Sekundenkleber oder nicht ganz. Alleskleber, super. Das ist für meinen Wäscheständer, weil die Drähte gehen ab. Und dann will ich versuchen, die nochmal zusammenzukleben. Genau, meine Lieben. Das war jetzt mein kleiner Haul. Bis gleich. Wir haben es jetzt Donnerstag und ja, heute war ein ganz normaler Tag. Die ganze Woche war auch ganz in Ordnung. Ich weiß nicht, wann ich letztes Mal gemeldet habe. Ich glaube Samstag, Sonntag, Samstag glaube ich. Montag hatte ich ja das Vorstellungsgespräch. War an sich ganz gut, aber ich habe dann halt mit meinem
Leuten, kann man das so sagen, also die Person beim Jobcenter gesprochen. Und das hier, ist das da drauf oder ist das da oben? und wir haben eine Regelung gefunden und werde ich morgen zu meiner Hausärztin gehen und genau, ich brauche nämlich auch eine Überweisung halt ins Krankenhaus, also diese Klinik und zwar dann halt in Bad Münder, das ist gleich um die Ecke hier, Häuschen, hallo. Da diese psychologische Praxis, Klinik da, wo ich gerne hin möchte, ambulant nicht so gerne, eher stationär, aber mal gucken, weil ich glaube, zumindest so habe ich es gelesen, wenn es stationär ist, dann ist das halt so, dass man Geld bezahlen muss für die Übernachtung und für das Zimmer und so und ja, da, das kann ich mir nicht leisten, glaube ich. Es sind pro Tag fast 40 Euro und ich bleibe jetzt nicht nur einen Tag, sondern mehrere Tage. Und von daher mal gucken, wie das so ist, weil das ist ja schon teuer, ne? Genau. Aber trotzdem, ich zeige euch mein Leben und Leute, ist gut jetzt. Ich zeige euch auch meinen Einkauf, weil ihr seht nur einen ganz kleinen Teil. Letztes Mal, als ich einkauft habe, war am Samstag. Das war ganz kurz bei, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich war ganz kurz bei Real noch mal ganz kurz. Ist nicht viel, aber ich zeige euch trotzdem. Weil ich plötzlich Geld auf dem Konto hatte. Ganz plötzlich, weil irgendwie ein Konto aufgelöst wurde. Also so ein Sparkonto. Gut, das war jetzt nur 15 Euro. Aber ich wusste davon gar nichts. Also von daher, was ist das hier? Ach ja, stimmt ja. Ich weiß auch nicht, was das ist. Von meiner Oma, die ist aus Spanien wiedergekommen. So eine Pizza. Aber leider aufreißen. Keine Ahnung, was das sein soll. Guck mal her. Sieht jetzt nicht so lecker aus. Also ganz normale Pizza halt, ne? Aus Spanien halt. Aber es sieht auch so aus, als wäre es eine Margarita, glaube ich. Ja. Ja, vier verschiedene Käsesorten. Okay. Keine Ahnung. Dann habe ich hier Priel. Dann habe ich hier einmal Speck. Genau. Ich habe noch reichlich dicke Bohnen mit Tomatensauce. Das habe ich hier. Chirapshishi. Okay. Nee, Cabanossi. Falls das gleiche. den kleinen. Dann einmal so Baileys Latte Macchiato, das ist, hat weniger Kalorien, anstatt Latte Macchiato Classico und das mit Vanille, das ist ganz komisch, aber gut. Dann habe ich hier einmal für 1 Euro Clementine. Ja, die riechen auch schon, mal gucken, ob sie schon schmecken, ich weiß noch nicht. Ich habe hier schon Kaki, aber die Kaki, die muss noch ein bisschen reifen, weil die noch zu hart ist. Ja, mein Armutessen. Und zwar ein Brötchen. Und zwar, wie heißt denn das Baguette? Matthias Baguette, genau. Das hier. Ja, ja, mecker, mecker, mecker. Ja, läuft noch, ja. Hier habe ich Pflaster, genau. Hier habe ich Würstchen. Genau, da habe ich hier Mett. Nochmal Mett. Genau, das war's schon. Ja, ich glaube, ich werde mich morgen nochmal melden. Oder ich lasse das Video jetzt. Ich weiß es noch nicht mehr, Leute. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. mal gucken. Bis gleich vielleicht. So, meine Lieben, wir haben es jetzt einen Tag später, also Freitag, der 25. Wie sehe ich denn aus? Ich muss es so nachher mal neu machen, weil ich einen Roller fahre. Ist auch egal, meine Lieben. Ich wollte dieses Video jetzt mal schnell beenden und das nächste gleich mal anfangen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Mal gucken, wann das kommt. Bis bald. Tschüssi. Ja, Mäuschen.